Heute sehen wir noch einmal einige der spektakulärsten Häuser, die im Laufe der Jahre von den Timber Kings gebaut wurden. Perfekt! Ich reize gern Grenzen aus. Wir erfahren von den Kunden, wow, wie das Leben in ihren Traumhäusern ist. Ich verliebe mich immer wieder neu in das Haus. Wann werfen uns die Besitzer endlich raus? Sie stellen die extravagantesten Blockhäuser der Welt her. Nach dem Aufbau werden diese Holzpaläste wieder zerlegt, in alle Welt transportiert und dort aufgestellt, wo der Kunde es wünscht. An ihren Werkzeugen sind sie wahre Großmeister. Sie sind die Timber Kings. Die Kunden der Timber Kings sind genauso einzigartig wie die Häuser, von denen sie träumen. Wer in einem Blockhaus lebt, ist ganz sicher kein Durchschnittsmensch. Sie kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Blockhäuser stehen für einen Lebensstil. Die Besitzer wollen einen besonderen Ort zum Entspannen. Sie lieben die Natur. Viele von ihnen sind wie ich. Sie gehen gern fischen und jagen. Sie wollen, dass sich ihr Haus in die natürliche Umgebung einfügt, um ein Teil davon zu sein. Wir bauen immer eine enge Bindung zu unseren Kunden auf. Die Häuser sind etwas Besonderes für unsere Kunden. Sie haben lange darauf gespart, um sich ihren Traum zu erfüllen. Das sind Freudentränen. Ich kann unser Glück nicht fassen. Sorry. Sieht toll aus, oder? Wunderschön. Wir sind Ken und Shayna. Willkommen an unserem Haus am See. Peter und Brian Senior haben es vor einigen Jahren gebaut. Seitdem hat sich viel getan. Für die Clustons haben wir ein 420 Quadratmeter großes Haus mit 3 Schlafzimmern gebaut. Wenn Freunde zu Besuch kommen, sind sie völlig überwältigt. Sie sind überrascht, dass ein Blockhaus so aussehen kann. Diese Mischung aus Rustikal und Modern haut sie um. Nummer 1. Der erste Balken ist viel wichtiger als der letzte. Bei der Entstehung unseres Traumhauses zuzusehen, war eine unglaubliche Erfahrung. Sei vorsichtig, der darf nicht rollen. Make sure it doesn't roll too much. Du precisa, ganz präzise? Ja, präzise. Das heißt präzise auf Italienisch. Na los! Gut, Sir. Exakt. Besser geht's nicht. Seht ihn euch an. Da sind einige tolle Pfosten dabei. 2 davon stammen vom selben Baum. Der kleine Bruder. Sieht toll aus. Peter liebt es, alle Teile eines Baums in einem Haus zu verbauen. Was sagt ihr? Die beiden Pfosten trennen die Küche vom Essbereich und sind immer Seite an Seite. Mein Lieblingselement ist der Kaktuspfosten. Ich mag den verknoteten. So bleibt die Familie zusammen. Manchmal zanken sie sich, aber das bekommt keiner mit. Ein Stützpfosten für das Loft hat Peter besonders viel Mühe bereitet. Vorsicht, großer Pfosten! Ich war sehr nervös, als sie diesen riesigen Pfosten für das Loft gesetzt haben. Der darf auf keinen Fall umkippen. Das wäre ein Desaster. Es ist sehr gefährlich, wenn man den Pfosten senkrecht anhebt. Er ist nicht so gut gesichert, wie es ausgesehen hat. Totaler Mist. Wenn er nicht richtig gesichert ist, löst er sich ganz leicht. Genau hier. Sie mussten ihn absetzen und nochmal sichern. Stellt ihn einfach auf. Hoch damit. Statt ihn ganz abzulassen, haben wir ihn auf einen anderen gestellt. Sieht echt wackelig aus, nur dass ihr es wisst. Er musste dauernd ausbalanciert werden. Echt nervenaufreibend. Langsam hoch. Stopp. Die Gurte wurden ordentlich festgemacht und dann ging's weiter. Okay, sitzt. Das war's. Gute Arbeit, Jungs. Wackelig? In Elswelt vielleicht.
Der Außenbereich eines Hauses ist genauso wichtig wie der Innenbereich. Weiter runter. Das Haus verfügt auch über eine coole achteckige Veranda. Er muss weiter hinter. So wird das nichts. Brian, versuch ihn ein Stückchen zu drehen. Sehr gut, bei mir ist er drin. Unter der traumhaften Veranda ist ein Außenkamin, der mit dem im Wohnbereich verbunden ist. Der Kamin verleiht dem Haus innen und außen mehr Wärme. Wenn man so einen Kamin hat, weiß man nie, ob man sich lieber draußen oder drinnen aufhalten möchte. Aber wenn es draußen gerade sehr gemütlich ist, schnappt man sich halt eine Decke und schläft draußen. Wie baut man das auf? Wir bauen Häuser, also sollte das kein Problem sein. Das Schwierigste war der Zusammenbau des Betts. Kopfteil B. Wohin kommt B? Sieh auf den Plan, Al! Ans Fußende. Nicht aufregen, Pete. Ich will mich aber aufregen. Super. Allerdings. Betten aus Holzbalken sind einfach robuster. Ich wollte ein einzigartiges Bett, das zum Stil des Hauses passt. Und die Bettbank war mir wichtig, damit Ken sich seine Socken ausziehen kann, ohne alles durcheinander zu bringen. Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Unsere Arbeit war getan, aber ich hatte noch eine Überraschung für die beiden. Genau so einen haben sie mir gestern gezeigt, richtig? Ja, er saß da im Baum. Unser Carver hat ganze Arbeit geleistet und ich darf jetzt die Lorbeeren einheimsen. Die Freudentränen ernte ich. Ich liebe den Vogel. Er überblickt den Wohnbereich von einem Pfosten aus, der um die Treppe läuft. Da gefällt er uns bisher am besten und vermutlich bleibt er auch da. Wir nutzen das Haus so oft wir können. Es ist wirklich noch schöner, als wir es uns erträumt haben. Beim Hausbau stellt sich nicht die Frage, ob es Probleme gibt, sondern wie viele es gibt. Es schneit oder regnet. Nochmal! Trucks bleiben stecken. Man wird ständig gefordert. Aber wenn nichts passiert, ist es auch langweilig. Der Bau dieses atemberaubenden Hauses auf einem Berg war alles andere als langweilig. Die Räume dieses zweistöckigen Blockhausanwesens sollten die unberührte Natur des 19 Hektar großen Grundstücks thematisch aufgreifen. Da oben halten sich nicht mal Ziegen gern auf. Schon ein besonderer Ort. Ja, unglaublich. Wir haben mit Brock in den Bergen Washingtons ein Haus mit 450 Quadratmetern Fläche gebaut. Dieser Ort und die Aussicht sind einfach fantastisch. Diese Aussicht ist wirklich einzigartig, absolut atemberaubend. Die Schönheit der Umgebung spiegelt sich perfekt im Wohnbereich des Hauses wider. Der Wohnbereich zählt auf jeden Fall zu den beeindruckendsten Elementen des Hauses. Dieser Raum ist etwas Besonderes, weil wir zwei geneigte Pfosten eingebaut haben. Das war der Vorschlag unseres Kunden. Er hat einige Ideen eingebracht, die völlig neu für uns waren. Und ich hatte keine Ahnung, ob wir sie umsetzen können. Als er den Plan unglaublich angestarrt hat, wurde mir klar, dass das schwierig wird. Brad befestigt ihn so, dass er schon im richtigen Winkel hängt. Die Dinger wiegen fast 2 Tonnen. Wenn sie umfallen, brechen sie direkt durch den Boden. Also mussten wir uns was überlegen, um sie zu stabilisieren. Wir müssen ihn verankern, damit er nicht umkippt. Man setzt nicht jeden Tag einen 2 Tonnen schweren Pfosten geneigt und ohne zusätzlichen Träger. Der zweite schräge Pfosten. Das war spannend. Er steht. Die schrägen Pfosten verlangen Joel einiges ab. Aber das Ergebnis spricht für sich.
Neue Herausforderungen sind immer aufregend und bringen frischen Wind rein. Diese schrägen Pfosten, der große Kamin und die traumhafte Aussicht sorgen dafür, dass der Wohnbereich wirklich außergewöhnlich ist. Auch die Stützpfosten der vorderen Terrasse sind keine einfache Aufgabe. Sie sollen über den Untergrund herausragen. Als ich sie auf dem Holzplatz gesehen habe, war mir sofort klar, dass sie mir Ärger machen würden. Sie werden nach unten hin breiter. Dadurch können sie noch leichter vom Untergrund rutschen. Und das ist einige Male passiert. Leicht hier rüber. Letztendlich haben sie es aber geschafft. Perfekt! Eines der letzten Elemente war der Firstbalken. Er befindet sich direkt über dem Wohnbereich und zählt zu den größten Balken des Hauses. Er ist riesig. Der Balken hält das ganze Haus zusammen. Wenn der drankommt, geht's erst richtig zur Sache. Tut sich was, Brad? Nein. Man steht völlig erschöpft auf einer Leiter in 10 Metern Höhe und kümmert sich um die größten Balken des Hauses. Super, gut gemacht, Bradley. Tolles Gefühl, als er endlich saß. Der letzte Balken, Jungs. Nur wenige Menschen kommen in den Genuss, sagen zu können: Seht mal, was ich auf dem Berg geschaffen habe. Dieses Projekt war kompliziert, aber ich liebe Herausforderungen. Ein spektakuläres Bauwerk. Sowas gibt's nur einmal. Von Berganwesen bis zu Blockhütten mit Seeblick. Die Timber Kings bauen Häuser in allen Formen und Größen. Ich bin Kayla. Und ich bin Lance. Willkommen in unserer Blockhütte. Sie ist einzigartig und direkt am See zu leben ist fantastisch. Sie ist total gemütlich. Kayla und Lance haben uns darum gebeten, ihnen und ihren Kindern eine Blockhütte in Regina Beach, Saskatchewan, zu bauen. Die Kinder waren überwältigt, wie groß die Hütte ist. Sie waren vor allem von den riesigen Balken begeistert. Die Kunden erwarten Balken dieser Größe und wir bringen doppelt so große. Da fühlt man sich wie Superman. Willkommen in meinem Büro. Kayla kam öfter vorbei, um den Fortschritt zu überprüfen. Eine Wendeltreppe würde Platz sparen. Hinter jedem Hauswunsch unserer Kunden steckt eine Geschichte. Eine schreckliche Nachricht bewegte die Nolans dazu, ein Haus für die Familie bauen zu lassen. Wir erfuhren, dass unser Sohn einen Tumor an der Niere hat und wussten nicht, wie schlimm es ist. Es war grauenhaft. Man rechnet nicht damit, dass sowas dem eigenen Kind passiert. Es kommt so unvermittelt. Man hat eigentlich noch so viel vor. Plötzlich ändert sich alles. Manche von ihnen haben Gründe für den Hausbau, die einem die Tränen in die Augen treiben. Er hat es überstanden, aber das hat uns die Augen geöffnet. Wir dachten uns, das Leben ist viel zu kurz. Wir kriegen das schon hin. Wir wollten es haben, bevor die Kinder aus dem Haus sind und ihr eigenes Leben leben. Jetzt besitzen sie eine wunderschöne Blockhütte, die sie mit ihrer Familie genießen können. Wir wollten ein offenes Wohnkonzept, damit die Küche und der Wohnraum miteinander verbunden sind. So verbringt man mehr Zeit miteinander. Das haben sie perfekt umgesetzt. Es hat so viel Charakter. Man entdeckt an den einzelnen Pfosten und Balken ständig neue Merkmale. Man kann dem Holz ansehen, wo es herkommt, wie alt es ist und was es schon erlebt hat.
In einer Blockhütte am See vor dem Kamin sitzen zu können, ist ein absoluter Traum. Wir fühlen uns hier sehr wohl und freuen uns, die Hütte an unsere Kinder weitervererben zu können. Sie werden sich vermutlich darum streiten. Vielleicht brauchen wir noch zwei davon. Wir sind da. Man ist ständig auf Achse. Es ist toll, die ganze Welt bereisen zu können. Diese Aussicht. Das Schönste am Reisen ist der Kontakt mit den Einheimischen. Kanada im Container. Das ist fantastisch. Legen wir los! Eines meiner Lieblingsprojekte war das der Fleming-Familie in Edinburgh. Man sieht von der Terrasse aus das Edinburgh Castle. Unser Blockhaus macht ihm Konkurrenz. Nicht in Bezug auf die Größe, aber auf die Schönheit. Mein Lieblingselement ist die Haustür. Sie strahlt etwas Friedliches und Beruhigendes aus. Das 325 Quadratmeter große Haus von Robert und Sarah verfügt über 3 Schlaf- und 3 Badezimmer und ist eines Königs würdig und einer Königin. Wow. Das ist das Erste, was Besucher sagen. Es ist jetzt 3 Jahre her, dass Brian und Peter über den großen Teich gekommen sind und unser Haus gebaut haben. Und wir lieben es. Los geht's, die Zeit rennt. Es war eine Riesencrew. Die 5 Fleming-Söhne haben mitgeholfen. Bei dem Familienhaus haben alle mitgeholfen. So viele Helfer hatte ich noch nie. Trotzdem gab es einige Probleme. Pass auf, Rob. Zum Haus gehört ein hängender Balken, der scheinbar trägerlos ist. Er wird durch einen langen Gewindebolzen an Ort und Stelle gehalten, der ihn mit dem darüberliegenden Firstbalken verbindet. Je weiter drin man ist, desto mehr Widerstand muss man überwinden. Also haben wir unseren 70-Pfünder benutzt, Mr. Pounder. So ging's. Je größer der Job, desto größer der Hammer. Setzt Bomben fest! Der hängende Balken war eine Herausforderung. Wir hätten uns das einfacher machen können, aber dafür waren wir zu ungeduldig. Langsam ablassen. Stopp! Unsauber gebohrt. Das Loch im Kopfteil über dem Vordereingang hat nicht auf das Gewinde gepasst. Peter hat eben Temperament. Er fackelt nicht lange. Viele Wege führen zum Ziel, aber die meisten sind so umständlich. Klopf mal drauf. Mit einer Kettensäge lassen sich alle Probleme lösen. Im Nachhinein sieht man nichts mehr davon. Durch das offene Wohnkonzept kann ich in der Küche stehen und trotzdem an Gesprächen im Wohnzimmer teilhaben. Man kann sich auch an den Küchentresen setzen. Das fördert das gesellige Beisammensein. Mein Gott, ist das windig. Einige Naturgewalten sind sogar noch mächtiger als Peters Temperament. Kann der Wind bitte mal nachlassen? Keine idealen Bedingungen. Das war ein echter Orkan. Er fährt? Sie nehmen uns den Kran weg. Bei starkem Wind verzieht sich jeder Kranführer. Ohne Kran kann nicht gearbeitet werden. Aber dann lässt der Wind nach. Seht ihr einen? Ja, da! Peter kann sich wieder in seine geliebten Höhen begeben. Da oben hat man seine Ruhe. Runter. Stopp. Perfekt. Danach wurde gefeiert. Zieht unten rum ein bisschen. Auf Sarah, Robert und ihr wunderschönes Zuhause. Thank you.
Dieses Haus erfüllt alle unsere Träume. Das Holz hat eine sehr beruhigende Wirkung. Das Haus wurde für uns gebaut, aber es soll noch viele Generationen erfreuen. Kilometer weiter südlich hat Joel auf einer Privatinsel ein fantastisches Haus aufgebaut. Zweimal. Dieses Haus hat Narben hinterlassen. Ich habe mir beim Aufbau die allergrößte Mühe gegeben. Es ist perfekt geworden. Aber zwei Jahre später brannte es ab. Sie trifft keine Schuld. Das Problem war ein falsch angebrachter Schornstein. Zwei Jahre später habe ich es zum zweiten Mal aufgebaut. Da liegen unsere verbrannten Stämme. Joel will sich immer selbst übertreffen. Er hat ein Haus, das bereits perfekt war, zum zweiten Mal aufgebaut. Also sollte es noch besser werden. Und dafür setzt er größere Pfosten und größere Balken ein. Ich liebe es, die komplizierten Fälle zu übernehmen, weil sie mich mehr herausfordern. Joel nimmt jeden Auftrag an, ganz egal, worum es dabei geht. Aber am liebsten mag er die, die ihm besonders viel abverlangen. Dieses Haus war eine der größten Herausforderungen meines Lebens. Es hat über 1000 Quadratmeter, 4 Stockwerke, 6 Schlaf- und 7 Badezimmer. Wenn man es betritt, steht man in einem echt coolen, achteckigen Eingangsbereich. Von dort aus hat man Zugang zu allen Zimmern im Erdgeschoss. Die achteckige Form wird durch ein riesiges Ringsystem getragen. Es war keine leichte Aufgabe, es zu fixieren. Als nächstes kommt der Innenring des Hauses. Er besteht aus 8 Einzelstücken, die ineinander gesteckt werden. Er wird den ganzen Turm tragen und muss der Schwerkraft trotzen. Wir konnten ihn nur auf eine Art setzen, und zwar in einem Stück. Das war schon beim ersten Mal nicht einfach. Schön langsam. Und jetzt war er größer, was es noch schwerer machte. Weiter. Vorsicht! Der Alarm schlägt an. Der Kran ächzte. Das war ein beängstigender Moment. Das war's. Mehr zu uns. Augen nach oben. Diesen Ring an Ort und Stelle zu bringen, war Millimeterarbeit. Hab ihn. Ein Stückchen nach oben. Enger geht's nicht. Total verrückt. Das reicht. Jetzt ablassen. Dafür lebe ich. Ich liebe es, Grenzen auszureizen. Die achteckige Form setzt sich auch im ersten Stock fort. Dort gibt es 6 Schlafzimmer mit hohen Gewölbedecken. Im zweiten und dritten Stockwerk eines so großen Hauses zu arbeiten, kann gefährlich werden. Jeder Schritt kann zu Verletzungen führen. Rutscht bloß nicht ab. Da ist jemand gestürzt. Das ist Justin. Schnell runter. Unser größter Albtraum ist es, dass sich einer aus unserer Crew verletzt. Irgendwas ist gebrochen. So was kann immer passieren. Wir mussten ihn nach Hause schicken und mit einem Mann weniger weitermachen. Solche Zwischenfälle vergisst man nie. Glück im Unglück. Trotzdem ätzend. Allerdings, der arme Kleine. Ein besonders cooles Element ist der Turm im dritten Stock. Man kann kilometerweit auf das Meer sehen. Der erste Aussichtsturm bestand aus deutlich kleineren Balken. Der zweite sollte etwas imposanter werden. Fitnesstraining für Zimmerleute.
Der Turm wurde, genau wie das ganze Haus, noch größer und besser als die erste Version. Diesmal bleibt es hoffentlich für eine sehr lange Zeit stehen. Es gab einige Komplikationen, aber wenn man das Ergebnis sieht, weiß man, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. Man ist stolz, dass man solche Bauwerke erschaffen kann. Und dann geht's ab zum nächsten Projekt. Wir sind Vicky und Mitch. Und das ist unser Blockhaus. Seit Andre und Sam uns dieses Haus gebaut haben, hat sich hier einiges getan. Mitchs und Vickys Haus hat 560 Quadratmeter, 3 Schlaf- und 4 Badezimmer. Und das alles auf einer Ebene. Kann losgehen! Es war toll mit anzusehen, wie das Haus Balken um Balken gewachsen ist. Ein Stück zu mir. Der Aufbau hat nur 4 Tage gedauert. Ich liebe die Küche. Wenn wir Besuch haben, sitzen alle um die Kücheninsel, während ich koche. So können wir alle zusammen sein. Das Gelbkiefernzimmer ist fantastisch. Darin verbringen wir besonders viel Zeit. Unsere Tage enden meist im Gelbkiefernzimmer. Wow. Sie wollte die Entstehung miterleben. Sieht gut aus, oder? Wirklich wunderschön. Das war sehr interessant. Wird das der Durchgang? Sie wollte alles genau wissen. Ein großer Bogen wäre toll. Es ist ihr Haus, also setzen wir jeden ihrer Wünsche um. Erledigt, den werden sie lieben. Man betritt das Haus und sieht sofort diesen Übergang zum Gelbkiefernzimmer. Das war unser Plan. Jason, welcher darf sein? Nummer 19. Das Haus hat nur eine Ebene, aber die Decke ist sehr hoch. Die Dachbinder haben den Kran echt gefordert. Hört sich übel an. Sitzt. Bin drin. Was für ein Brummer. Der ist echt schwer. Ich wollte gar nicht so hohe Räume haben, aber Andre und Sam hatten andere Vorstellungen. Zum Glück, es ist perfekt geworden. Die Balken sollen wirken können und nicht versteckt werden. Sie müssen viel Platz haben. Am ersten Tag haben wir uns alles völlig verblüfft angesehen und sind erst um 4 Uhr morgens ins Bett gegangen. Wir konnten es nicht fassen. Sie hat zu mir gesagt, Mitch, wann werfen uns die Besitzer endlich raus? Wir saßen hier und waren überwältigt. Sie haben unsere Erwartungen weit übertroffen. Unsere Kunden so glücklich zu sehen, ist das allerschönste Gefühl für uns. Wir sind so dankbar. Ja, man sieht sich um und denkt nur, wow, hier dürfen wir leben? Hi, ich bin Sandra. Willkommen bei unserem Blockhaus. Beat hat in Dewberry, Alberta, für Sandra und Ken ein 280 Quadratmeter großes Haus mit 2 Schlafzimmern für ihren Ruhestand aufgebaut. Das Haus mag für 2 Personen etwas groß erscheinen, aber wir haben 4 Kinder, 5 Enkelkinder und jede Menge Verwandte, die alle in der Gegend wohnen. So haben wir genug Platz für alle. Der erste Balken. Runter damit. Der Aufbau hat 3 Tage gedauert. Sie haben es wie ein Puzzle zusammengesetzt und es lief super. Genau hier. Perfekt. Es war fantastisch, das Haus wachsen zu sehen. Das reicht. Sandras Mann Ken war der Bauleiter. Er hat geholfen, wo er konnte.
Welches Ende zuerst? Ken packt gern mit an. Mir war völlig klar, dass er mithelfen wird. Das ist echt cool. Die Familienmitglieder haben wesentlich dazu beigetragen, das Haus zum Leben zu erwecken. Wir haben das Glück, viele Verwandte zu haben, die handwerklich begabt sind. Kens Cousins haben sich um den Kreuzversatz gekümmert und seine Tante und sein Onkel um die Fliesen in der Dusche. Sehr viele Elemente wurden von Menschen gemacht, die uns sehr nahe stehen. Das ist großartig. Die hängenden Balken sind das Markenzeichen der Timber Kings und sie stellen immer eine Herausforderung dar. Sam, jetzt kommen die Dachbänder. Das Setzen des Dachträgers über dem Wohnbereich war nicht ganz einfach. Baut ihr die hier unten zusammen? Ja. Man muss sie vorher zusammenbauen und sie dann in einem Stück setzen. Hoch damit! Das ist sehr gefährlich, bis er oben ist. Er muss weiter vor. Er ist nicht drin. Stopp! Weiter! Ken, nimm das Kantholz und drück dagegen. Es ist Millimeterarbeit. Alles muss perfekt sein. Denn das Ding muss jede Menge Gewicht tragen. Gut, passt. Diese Träger sind wirklich wunderschön und tragen das Dach. Die perfekte Mischung aus praktikabel und kunstvoll. Hier werden wir viele Jahre leben und wir sind dankbar, es mit anderen teilen zu können. Es gehört nicht nur uns, sondern unserer ganzen Familie und auch unseren Freunden. Es ist unser Traumhaus. Bei uns wird alles zu einem Wettbewerb. Sie lieben es, sich zu messen. Wetten wir? Meine schlägt deines um Längen. Wir fordern uns ständig heraus. Ich nehme das Ding. Viel Glück. Brauche ich nicht. Wer kann den größten Stamm heben? Der ist riesig. Ich halte den Rekord. Die können es gerne versuchen, aber ich bin unschlagbar. Beard hat in der Nähe von Quesnel in British Columbia ein einzigartiges Holzrahmenhaus aufgebaut, das alle Ideen der Kunden beinhaltet. Ich bin Rob. Und ich Lauren. Nachdem wir das Grundstück gekauft hatten, haben wir uns zusammengesetzt und das Haus auf eine Serviette skizziert. Wir haben uns schließlich für eine Fachwerk-Blockhaus-Fusion entschieden. Diese Skizze haben wir den Timber Kings gegeben und sie darum gebeten, sie zu vervollständigen. Um ihren Traum zu verwirklichen, nutzt Beard eine Kombination aus massiven Balken und vorgefertigten Bauhölzern. Es besteht nicht nur aus Pfosten und Balken, sondern auch aus Bauholz. Diese Mischung ist fantastisch. Ich liebe die Dachsparren, die sich durchs ganze Haus ziehen. Es gibt so viel natürlichen Lichteinfall und man sieht überall das Grün der Bäume. Ich halte mich am liebsten in der Küche auf. Während Rob kocht, trinke ich ein Gläschen Wein. Ich wollte, dass es am 28. Februar fertig ist, denn das ist Laurens Geburtstag. Es war ein besonderer. Allerdings, ihr 50. Oh, Entschuldigung. Beard schafft es gerade rechtzeitig. Ich bin gespannt, wie ihr die Balken darüber hebt. Hoffentlich bleibt alles stehen. Mal sehen. Die große Herausforderung bestand darin, die Balken über bereits stehende Wände zu hieven. Sieht er dich? Wenn der Kranführer blind arbeiten muss, ist Kommunikation alles. Achtung, Jungs! Er muss sich auf die Person, die ihm Anweisungen gibt, verlassen können. Und die muss die Arbeiter und den Kranführer im Blick haben. Achtung! Heiliger Strohsack! Der Pfosten wiegt 400 Kilo und hätte die Wand locker umnieten können. Aber wir hatten Glück. Danach konnten wir ohne weitere Zwischenfälle alle Pfosten für den Außenbereich setzen. Wie
Wir verbringen sehr viel Zeit draußen, zu jeder Jahreszeit. Es ist toll, geschützt im Freien sitzen zu können. Mach du das und ich hol den Fürstbalken. Ein Kopfband wurde nicht richtig gesichert. Mit dem hatten wir weniger Glück. Langsam! Vorsicht! Heilige Scheiße. Man muss jederzeit voll konzentriert bleiben. Zum Glück stand da niemand. Das ist uns allen schon mal passiert. Der Helm hätte da auch nichts mehr gebracht. Unsere Freunde sind natürlich immer überwältigt. Aber sie sagen auch alle, dass das Haus eine Wärme ausstrahlt, auch wenn es sehr groß und offen ist. Dafür sind die ganzen natürlichen Elemente verantwortlich. Der Stein, das Holz. Unser Haus beweist, dass Blockhäuser nicht zwangsläufig immer denselben Look haben müssen. Sie können sehr modern aussehen. Die Leute sind oft überrascht, dass es nicht den typischen Landhausstil hat. Um den letzten Fürstbalken setzen zu können, muss Beat mit den vorhandenen Gerätschaften improvisieren. Seht ihr die Lücke? Der ganze Fürst zeigt zu weit in diese Richtung. Vor Ort hat man nicht viele Werkzeuge und Maschinen zur Verfügung. Ich muss alle Elemente in die andere Richtung schieben. Aber wir sind alle erfahren genug, um damit klarzukommen. Wir müssen vorsichtig sein, sonst kippt das ganze Ding um. Sie haben das ganze Haus versetzt, wegen so einem Stück. Gerätschaften haben einen gewissen Zweck, aber man kann sie vielseitig einsetzen. Alles, was ein paar PS besitzt und mechanisch ist, kann auch andere Funktionen ausüben. Es klappt. Zum Glück ist es stehen geblieben. Beat ist der Meister der Vierkanthölzer. Diese Einrichtung, es ist wirklich unglaublich schön geworden. Ein Blockhaus zu bauen, bringt einen zurück zur Natur. Ob im Außenbereich, in der Küche, in diesem fantastischen Essbereich oder in unserem traumhaften Wohnzimmer. Ich lehne mich immer wieder an einen dieser gigantischen Pfosten und bestaune die Details. Ich verliebe mich immer wieder neu in das Haus. Genau davon haben wir immer geträumt. Die Timber Kings haben schon einige der atemberaubendsten Orte der Welt gesehen. Vom See aus sieht es toll aus. Oft halten Boote an und die Leute bestaunen es. Sie fahren vor und machen sofort Fotos. Es ist mittlerweile unter dem Namen Big Log House bekannt. Wir haben am Manitowabing Lake in Ontario ein wunderschönes 315 Quadratmeter großes Blockhaus gebaut. Zerman träumt seit 26 Jahren von so einem Haus. Wir brauchen Pfosten. Nummer 26. Jungs, der erste Pfosten. Um sicher zu gehen, nimmt Andre den Job selbst in die Hand. Zum ersten Mal seit Jahren. Das ist wie Fahrradfahren. Mein erster Aufbau seit langem. Was für ein Shot, der ist uralt. Sammy, haben wir eine Flachfeile für den Bohrer? Soll ich ihn schärfen? Das machst du gut. Jetzt sieht er mal, womit wir arbeiten müssen. Unsere Familie kommt sehr gern zu Besuch. Nach einer anstrengenden Woche kann man hier perfekt abschalten. Jeder, der dieses Haus sieht, verliebt sich sofort darin. Eines der schönsten Elemente ist der zweistöckige Turm. Im Erdgeschoss befindet sich ein einladendes Esszimmer. Dank der 5 Fenster ist es sehr hell. Der perfekte Ort für einen Esstisch. Und im ersten Stock ist ein Leseraum. Aber der Bau dieser einzigartigen Konstruktion stellte Andre vor einige Probleme.
Sie hatten Schwierigkeiten mit den Balken für den Turm. Weiter zu dir. Ich war sehr nervös, als Andre da oben auf dem Balken rumspazierte. Er muss weiter nach oben. Die Kunden sollen natürlich denken, dass wir immer alles im Griff haben. Wie ein Dirigent sein Orchester. Aber manchmal sind wir innerlich extrem angespannt. Ich hebe ihn an. Schön langsam. Andre nutzt einen Wagenheber, um die Balken anzuheben und auf die Pfosten zu setzen. Na also, perfekt. Der Turm ist fertig. Der Turm ist wunderschön und macht das Haus einzigartig. Er ist eine tolle Ergänzung und sieht fantastisch aus. Das gefällt mir am besten. Man sieht direkt das, wenn man reinkommt. Es war sehr schön, dass Andre das Haus segnete. Ich bin mir sicher, dass Blockhäuser atmen. Das hier stammt von Mutter Natur. Dieses Holz hat eine Seele. Sie hatten Tränen in den Augen. Wir waren alle gerührt. Im Namen der Goldschmidts, unserer Familien und dieser wunderschönen Stämme segne ich dieses Haus. Das war ein besonderer Moment und wir spüren bis heute, dass es gesegnet ist. Es wird nie verkauft werden. Hier sollen unsere Kinder und Kindeskinder leben. Unsere Häuser stehen 300 oder 400 Jahre, also über viele Generationen. Es ist einfach fantastisch. Die Timber Kings haben mir meinen Traum erfüllt. Lass dich umarmen. Wir erfüllen Träume. Und es ist mein Traum, die Träume anderer Menschen zu erfüllen. Super, sitzt. Bei der Übergabe sind die Leute völlig sprachlos. Das ist echt cool. Sind Sie zufrieden? Man setzt Ihre Ideen in die Realität um und sieht, wie emotional sie werden. Gibt's was Schöneres? Die Kunden haben immer Tränen in den Augen, weil sich endlich ihr Traum erfüllt. Wow. Man sieht ihnen an, dass sie glücklich sind. Unglaublich. Das treibt mich an. Ich habe eine Überraschung. Es ist fantastisch, wenn man jemandem seinen Traum erfüllen kann. Deshalb liebe ich diesen Job.